Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten bleibt auch immer schön sportlich fair in den Kommentaren. Ich kann mich noch einmal wiederholen. Es wird bald auf jeden Fall wieder eine Samstagskonferenz kommen. Aber wie ihr vielleicht gleich auch in dem Kommentar merken werdet, ich bin aktuell, ich will nicht sagen überarbeitet, aber übermüdet auf jeden Fall. Und deswegen kann da manchmal ein bisschen Quatsch bei rauskommen. Ist nun mal so, aber naja, das ist auch irgendwie Fußball, bla bla. Los geht's jetzt mit Bayern gegen Paderborn. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, Dankeschön und viel Spaß beim Zuschauen. Zuletzt überrollten die Bayern den ersten FC Köln am vergangenen Sonntag. Der SC Paderborn sollte wohl auch dran glauben, da der FC Bayern hier richtig gut loslegte. Dominanz war hier an der Tagesordnung. Müller bekommt den Ball, Stroh, die kann ihn nicht klären. Unfassbarer Fehler und der wird eiskalt bestraft von Robert Lewandowski nach gerade mal 13 Spielminuten. Bis dahin hatte Paderborn das gar nicht so schlecht im Griff. Aber wenn man dann so die Tore, die Chancen herschenkt, dann liegt man in München zu Recht zurück. Knapp 20 Minuten von der Uhr, der SC Paderborn kam hinten nicht raus. Leon Goretzka, wunderbarer Ball. Lewandowski, Doppelpack, 22. Spielminute. So viele Chancen gab es nicht. Aber wenn, dann waren sie riesengroß. Und in der Mehrzahl konnten die Bayern diese verwerten. Nun der Sportclub aus Paderborn. Vasiliades, Streli, Mambas, Rebeni legt ab für Sebastian Vasiliades, 35. Minute, ein super Treffer und plötzlich war der Sportclub aus Paderborn wieder zurück in dieser Partie. Dem FC Bayern konnte das nicht schmecken, auch defensiv zeigten sie sich gegen die Kölner nicht ganz unantastbar. Sie schossen aber genügend Tore, so noch 5 Minuten bis zum Seitenwechsel. Serge Gnabry stellte den 2-Tore-Vorsprung wieder her, 41. Minute und mit dem 3:1 ging es dann auch in die Pause. Der FC Bayern hatte es dann erstmal standesgemäß bei diesem 3:1 belassen. Für den SC Paderborn ging es in erster Linie darum, nicht komplett abgeschossen zu werden, sah aber nicht so gut aus. Joshua Kimmich zu Serge Gnabry, der legt zurück in die Mitte. Thomas Müller, jetzt hatte auch er seinen Treffer. 58. Spielminute, das 4:1. Allerspätestens jetzt war hier alles vorbei. Und der SC Paderborn musste aufpassen, hier nicht das halbe Dutzend zu kassieren. Knapp über eine Stunde gespielt. Die Bayern hatten noch Lust. Lewandowski, Serge Gnabry zurück zu Lewandowski. Und nun kann sich dann Leopold Zingerle endlich mal auszeichnen. Der konnte einem da durchaus leid tun zwischen den Pfosten. Jetzt ist er da, kommt mit den Fingerspitzen ran und entschärft diesen Schuss. Durchaus sehenswert. Knappe Viertelstunde noch auf der Uhr. Der SC Paderborn ging trotzdem ins Risiko, auch wenn schon lange vorbei war. Serge Gnabry nochmal mit der Chance gegen Zingerle, der sich aber auch hier nochmal beweisen konnte. Hält damit dieses 4:1 fest. Noch schmeichelhaft aus Gästesicht, aber davon war ja im Vorhinein auch schon auszugehen. Der FC Bayern München legt vor am Freitagabend, gewinnt mit 4:1 gegen den SC Paderborn und die Paderborner müssen auf Ausrutscher der Konkurrenz hoffen. Borussia Mönchengladbach konnte mit dem 4:1 gegen Düsseldorf mehr Druck auf die oben stehenden Konkurrenten ausüben und gegen die TSG 1899 Hoffenheim sollte es jetzt zu Hause dann auch wieder gut laufen, nachdem ja zuletzt das Derby gegen den 1. FC Köln hier nicht stattfinden konnte. Erste Chance nach nur wenigen gespielten Minuten, Lars Stindl mit dem Freistoß, aber etwas unglücklich nur ins Fangnetz. Die Hoffenheimer, die brauchten etwas, um sich hier reinzufinden, dann aber konnten sie eine gute Chance hier zu Papier bringen. Ganz knapp geht dieser Kopfball rechts am Kasten vorbei. Jakob Brünn-Larsen in schöner Position. Nun Borussia Mönchengladbach
mit dem Zepter in der Hand. Dennis Zakaria, Hoffmann, Stindl schnell durchgesteckt. Eine wunderbare Passstaffette. Hat man auch gegen die Fortuna gesehen am vergangenen Samstagabend. Und hier belohnen sie sich wieder. Super durchgespielt. Für Oliver Baumann ist da in letzter Instanz auch nicht mehr viel zu verhindern. Das war einfach gut gespielt. Der Fohlen-Elf konnte man hier wirklich wunderbar zuschauen. Und es konnte noch dicker kommen. Florian Neuhaus, super Pass zu Stindl. Und Neuhaus nochmal ans Aluminium. Doppelchance, weil Hoffenheim den Ball nicht geklärt bekommt. Glücklich für die Gäste, dass es nur 1:0 stand. Zum Ende hin wurde Borussia Mönchengladbach richtig gefährlich. Der zweite Durchgang brauchte dann aber etwas, um in Fahrt zu kommen. Nun die Gäste. Baumgartner zu Andrej Kramaric. Gute Schussposition, er legt ihn aber stattdessen rüber zu Baumgartner, der aber gestört wird, den Ball suboptimal trifft. Nico Elvedi passt da auf, dass da ja auch nichts anbrennt. Knappe Viertelstunde nur noch auf der Uhr. Sollte Hoffenheim hier das 1:1 gelingen im zweiten Durchgang, waren sie nicht wirklich zwingend, aber sie hatten mehr vom Spiel. Andrej Kramaric und Jan Sommer, der jetzt mal richtig eingreifen muss. 77. Spielminute. Das war gut vom Kroaten, aber noch besser vom Schweizer gelöst. Mit der rechten Hand fischt er den da noch raus. Der anschließende Eckstoß von der linken Seite, auch der sorgt für Gefahr. Robatzko bleibt in der Szene drin, legt nochmal raus zu Zuber. Robatzko! Jan Sommer aber im Nachfassen hat er das Ding dann sicher und schmeißt sich auf den Ball. Gladbach wollte das jetzt irgendwie über die Ziellinie bringen. Hoffenheim hatte aber nochmal eine Möglichkeit. Die Nachspielzeit bereits angebrochen. Kramaric zu Christoph Baumgartner. Ein letztes Mal Jan Sommer in Aktion. Und damit hielt er den Sieg fest, der zum Ende hin sogar etwas glücklich war. Der erste Durchgang ging klar an die Fohlen-Elf, aber zum Ende hin wurde es dann echt knapp. So gewinnen sie etwas glücklich eben mit 1:0. Der SC Freiburg gegen Fortuna Düsseldorf am Samstagnachmittag im Schwarzwaldstadion. Es ging besser los für die Freiburger, die hier Düsseldorf gut unter Druck setzen konnten. Abrashi legt in die Mitte, da ist Luca Waldschmidt. Und in der vierten Spielminute das 1:0 für die Breisgauer. Das sind Ballverluste, die man sich einfach nicht erlauben darf. Carsten Meyer kommt dann nicht mehr ran gegen den Schuss eben von Luca Waldschmidt. Und Freiburg drückte weiter. 20 Minuten gespielt, Abrashi mit einem schönen Pass zu Waldschmidt, der Doppelpacker. In dieser Situation nicht leicht für Carsten Meyer, aber im kurzen Eck darf man durchaus diesen Ball schon mal parieren. Düsseldorf brauchte, um sich hier zu fangen, dann aber hatten sie auch endlich Akzente nach vorne. Schöne Aktion von Berisha. Und Alexander Schwolo packt eine schöne Parade aus. Das geht ein bisschen zu leicht mit dem Abschluss. Dennoch aber eine gute Einzelaktion für Valon. Berisha nicht der Treffer. 5 Minuten noch bis zum Seitenwechsel. Suttner auf der linken Außenbahn bringt die Flanke und jetzt muss es doch der Treffer sein. Doch wieder Schwolo, Szene noch nicht geklärt. Erst Berisha, dann Tommy und immer im Endeffekt der Sieger namens Alexander Schwolo. Verdeckter Schuss, da ballt er die Faust. Doch Düsseldorf davon angestachelt, den einen Treffer, den wollten sie jetzt noch holen vor der Pause. Stöger, Tommy, Hennings mit der Hacke, schön weitergeleitet zu Valon Berisha und da ist jetzt auch der Treffer. Der springt noch einmal leicht auf, dadurch wird der Ball noch gefährlicher und diesmal wirklich nicht mehr zu halten
für Alexander Schwolo 2:1 zur Pause und sollte Düsseldorf so weiterspielen, dann wäre sogar noch mehr möglich. Doch nun der SC Freiburg, der hier besser wieder die zweiten 45 Minuten beginnen konnte. Grifo gegen Zimmermann, Günther mit der Flanke, Lukas Höhler. Und jetzt sind sie eiskalt, 68. Minute. Die erste gute Möglichkeit im zweiten Abschnitt genutzt durch die Freiburger. Düsseldorf, aber die gaben sich hier nicht auf. Tommy in zweifacher Ausführung. Erst den Ball an den Pfosten mit Schwolos Hilfe, dann im Nachschuss an Schwolo gescheitert. Aber der Videoassistent schaltete sich ein. Gulde konnte es nicht fassen. Doch er hat den Ball hier auf dem Boden liegend mit der Hand gespielt. Nun ja, was man dazu sagen soll. Wir sparen uns die Diskussion, denn Ruven Hennings behielt nicht die Nerven. 80. Minute, das wäre die Chance gewesen, um nochmal ranzukommen. Er vergab sie. Und das hatte sich Schwolo auch irgendwie verdient, den nicht zu kassieren. Am Ende steht ein 3:1 für den SC Freiburg, der dann doch in der Höhe vielleicht den Treffer zu hoch ist. Der 1. FC Köln musste eine schmerzhafte Pleite hinnehmen. 1:4 gegen die Bayern. Man hatte selber viele Chancen, aber defensiv war man unglaublich anfällig. Nun zu Gast bei der Hertha aus Berlin. Die Kölner aber starteten gar nicht verkehrt rein. Diesmal wollten sie die Mannschaft sein, die die Gegner verwirrt. Aber erstmal war noch ein Fuß der Berliner dazwischen. Dennoch fand Hertha nicht rein und der 1. FC Köln weiterhin besser. Flanke von der rechten Seite, Córdoba verlängert und Florian Kainz am zweiten Pfosten kriegt den nicht mehr ganz rumgerissen. Rune Jahrstein mit dem Oberschenkel dran verhindert hier Schlimmeres. Nun das erste Mal die Gastgeber nach vorne unterwegs und zwar zwingender. Kunja zu Piontek. Und so schnell kann es dann gehen. 26. Spielminute, das 1:0 für Hertha BSC. Und keiner wusste, wie das gehen konnte. Und die Partie kippte jetzt gänzlich. Der 1. FC Köln plötzlich verunsichert. Man wusste nicht, wieso. Der Gegentreffer könnte wohl seinen Teil dazu beigetragen haben. Darida, Piontek, Doppelpack des Polen. 40. Minute. Und die Geißböcke geschockt. Verständlicherweise. Vieles hatten sie richtig gemacht, aber eben kein Treffer erzielt. Nun vor der Pause, aber konnten sie vielleicht nochmal profitieren von einem Fehler der Hertha. Und Marc Uth konnte tatsächlich auch davon profitieren. 43. Minute hier im Zusammenspiel mit Florian Kainz. Bringt die Gäste wieder ran. 2:1, also nach den ersten 45 Minuten. Es war also noch genug Zeit und genug Potenzial da für den Ausgleich. Aber die Hertha zeigte jetzt ein besseres Gesicht als noch im ersten Durchgang. Trotz der Führung war es ja lange Zeit nicht gerade ein gutes Spiel. Hier Christoph Piontek. Mit der nächsten Chance. Timo Horn schmeißt sich aber auf den Ball und kann endlich auch mal einhalten. Etwas über eine Stunde gespielt. Die Hertha meinte es jetzt wirklich ernst. Santiago Ascasiba zu Christoph Piontek. Und Piontek macht in der 64. Minute das 3:1. Und der Traum vom Heimsieg. Er wurde größer, weil der Pole hier eiskalt zuschlagen konnte. Dreierpack für ihn natürlich das Debüt in der Bundesliga. Flanke von Jakobs, denn die Kölner, die gaben sich hier nicht auf. 68. Minute. Marc Uth insbesondere konnte hier überzeugen, aber die Hertha machte aus ihren wenigen Möglichkeiten einfach mehr. Nun trudelte die Partie so ein
Stück weit aus. Arne Meyer zu Mateusz Kunja. 4:1. Das passt zum gebrauchten Tag der Kölner und zum äußerst effektiven der Gastgeber. Es endete hier mit 4:1 und so ganz konnte man das nicht nachvollziehen. Dem Spielverlauf war das auf jeden Fall nicht entsprechend, aber Piontek erzielte eben 3 Tore. Der SV Werder Bremen befindet sich mittendrin im Abstiegskampf. Für den BVB geht es darum, oben an den Bayern, Leipzig und Gladbach dran zu bleiben und sich in dieser Gruppe bis zum Ende der Saison zu befinden. Und die Schwarz-Gelben, die hatten hier auch deutlich mehr von der Partie. 32. Minute jetzt, mal eine richtig exquisite Möglichkeit. Haaland, der in der Champions League doppelt traf, den BVB damit gute Ausgangsmöglichkeiten fürs Rückspiel gegen Paris bescherte. Hier scheitert er noch an Pavlenka. Standardsituation für die Favre von Werder Bremen nach vorne im ersten Durchgang überhaupt nicht zu sehen. Guerrero aus knapp 23 Metern legt sich den Ball genau zurecht und schiebt ihn ein. 45. Minute über die Mauer. Pavlenka ist noch dran, aber kriegt ihn nicht mehr richtig rausgekratzt. Legt sich den dann selbst rein. 0:1, also kurz vor dem Pausenpfiff. Und diese Phase nutzte Dortmund. Bremen jetzt völlig konfus. Hakimi zu Haaland. 0:2. Bis zur 44. Minute war alles okay. Aus Sicht von Florian Kohfeldt. Und plötzlich ging es den Bach runter. Dortmund also mit 2 Toren in Front. Das war nicht unverdient. Aber vielleicht einen Treffer zu hoch. Der zweite Durchgang. Werder Bremen nun im Vorwärtsmarsch. Friedel legt zurück zu Davy Selke. Rashica. Und Davy Selke immerhin mal eine Abschlusssituation. 52. Minute. Das ist nicht wirklich gefährlich für Roman Bürki. Dankbar dürfte er hier im Regen aber trotzdem gewesen sein, mal wieder ein bisschen Bewegung zu bekommen. Kohfeldt hatte wohl die richtigen Worte gefunden im DFB-Pokal hier. Da lief es ja noch. Hier jetzt eine Abseitssituation von Rashica. Doch die Gastgeber zeigten, dass sie jetzt dran glaubten, hier vielleicht sogar noch einen Punkt mitzunehmen. Auf jeden Fall präsentierten sie sich jetzt deutlich besser und gefährlicher. Da lässt sich die Frage stellen, warum denn nicht gleich so. Nun der BVB im Vorwärtsgang. Keine Stunde gespielt. Hazard mit dem Kopfball. Den setzte aber einen knappen Meter am Tor vorbei. Die Partie näherte sich so langsam dem Ende. Dortmund wollte die Entscheidung. Das 3:0 muss also her. Hakimi. Hakimi macht es selber. Doch Pavlenka ist im kurzen Eck da. Reagiert gut. Hat Glück, dass von ihm der Ball nicht ins Tor springt. Somit weiterhin 0:2. Nun Eckball von der rechten Seite. Hazard legt sich den Ball zurecht, spielt ihn aber kurz zu Rafael Guerrero. Der hat das Auge für Emre Can. Der stößt in den 16er hinein. Hat da viel Platz, bekommt dann den Ball mit dem linken Fuß aber nicht mehr rumgedreht. Der SV Werder Bremen aber fand sich mit dieser Niederlage zwar ab, doch man wollte noch mal was zeigen. Davy Selke zurück zu Leonardo Bittencourt. Und immerhin noch der Anschlusstreffer. Danach unmittelbar ertönte der Abpfiff. Es endete mit 1:2. Davon kann sich der SV Werder Bremen überhaupt nichts kaufen. Sie verbesserten sich im zweiten Durchgang. Doch der BVB ist hier dennoch der rechtmäßige, unverdiente Sieger und Träger der 3 Punkte.
Der FC Schalke 04 musste sich mit dem 0:0 gegen den ersten FSV Mainz 05 irgendwie zurechtfinden und damit leben. RB Leipzig hier zu Gast wollte auf den Dreier gehen. Das sah man hier von Beginn an. Timo Werner mit der ersten richtig guten Möglichkeit. Alexander Nübel aber mit der Parade ist rechtzeitig unten und fischt den raus. Leipzig ja gegen fast wehrlose Bremer zuletzt mit 3:0 erfolgreich gewesen. Die Roten Bullen wussten hier aber durchaus zu gefallen. Spielerisch war das eine andere Liga als das, was Königsblau hier zeigte. Nächste Möglichkeit, Christopher Nkunku. Doch wieder Nübel dazwischen, der was gegen den Gegentreffer hatte. Als einziger der Gastgeber hier wirklich auf der Höhe und auf Niveau des Gegners. Kurz vor der Pause Halzenberg über links. Das ist sehr viel Platz, den er da geboten bekommt. Timo Werner bleibt dran in der Szene, hat das Auge für Leimer. Schöner Ball aus der zweiten Reihe. Sabitzer duckt sich weg und der schlägt fast im Winkel ein, aber eben nur fast. Dann nochmal eine Freistoßsituation kurz vor dem Pausenpfiff. Halzenberg aber zu ungefährlich trotzdem. Was RB Leipzig hier zeigte, war durchaus meisterschaftswürdig. FC Schalke hingegen spielte eher wie eine Mittelfeldmannschaft als eine, die Anspruch oder Interesse an der Europa League hat. Das änderte sich zu Beginn des zweiten Durchgangs auch nur marginal. Sie hielten jetzt etwas besser dagegen, doch Leipzig spielte hier weiterhin den besseren Fußball. Timo Werner, 51. Der Treffer war schon lange überfällig. Nübel aber noch weiterhin mit weißer Weste glücklich zu diesem Zeitpunkt. 70. Minute. Leipzig also weiter mit hohem Druck. Der FC Schalke 04 ging hier tatsächlich nur aufs 0:0. Es ging einfach nicht mehr nach vorne. Dani Olmo und Mukiele. Wieder Olmo im Ballbesitz. Legt zu Werner. Die nächste Chance. Die nächste Parade von Nübel. Die war jetzt hier nicht überragend, die Chance. Doch zeigte wieder, wie es hier einfach ablief. Die Schlussphase und nun tatsächlich mal der FC Schalke. Benito Rahman legt zu Jonjo Kenny, der nicht im Abseits stand. Benito Rahman zu Amine Harit. Und dann das, 90. Minute. Das 1:0 für den FC Schalke 04. Wenn es von Eiseskälte eine Steigerung gäbe, sie trüge den Namen Amine Harit. Schalke schlägt Leipzig mit einem einzigen Torschuss mit 1:0. Bayer 04 Leverkusen erhebt weiterhin Ansprüche auf die Champions League. Da ist ein Sieg gegen den FC Augsburg unabdingbar. Die Fuggerstädter dümpeln im unteren Mittelfeld rum. Da ist mal hopp, mal top gefragt. Hier war es erstmal wieder Flop. Moussa Diaby in der dritten Minute mit dem 1:0. Der ist schön geschossen, schön platziert, aber ja, da ist dann für Kubek nur noch Nachsehen angesagt. Bitter für Augsburg, aber so darf man hier natürlich nicht rein starten. Und sie präsentierten sich auch in der Folge eher ein bisschen seltsam. Lars Bender hier treibt den Ball an. Charles Arangis, Kevin Volland, Außenpfosten. Glück für Augsburg, dass sie hier noch im Spiel waren. Nach vorne aber war weiterhin nichts zu sehen. Wendell über die linke Seite. Jauwe Leo kann den Ball nicht klären.
und gibt Kevin Volland die Möglichkeit zu einem Traumtor. Den nimmt er mit der Brust an, dann direkt im Seitfallzieher verwandelt. Fantastisch. Und der Blick von Niederlechner gerade, der sagt schon so einiges. 2:0 also nach 45 Minuten. Die Schuld von Leverkusen ist noch nicht hier beendet zu haben. Das 3:0 allerspätestens würde da für die Entscheidung sorgen. Diaby zu Wendell. Stunde jetzt gespielt. Es änderte sich erstmal nichts. Leverkusen blieb dran. Und der FC Augsburg hoffte auf ein Wunder. Oder eben nur darauf, nicht komplett unterzugehen. Der anschließende Eckstoß von der linken Seite. Kai Havertz bringt ihn rein. Kopfball. Jonathan Tah. Da fehlte nicht viel in dieser Situation. Hatte auch viel Freiraum. Und muss sich ärgern, nicht den Treffer erzielt zu haben. Aber dieses Bild zog sich bis zum Ende durch. Der FC Augsburg kam nicht mehr nach vorne. Stattdessen nochmal Leverkusen mit der Chance zum 3:0. Havertz zu Kevin Volland. Kubek aber nochmal mit der Parade. Der bekam viel Kritik in den letzten Wochen, auch zu Recht. Aber diesmal konnte er wirklich nichts machen. Er hielt alles, was man halten konnte. Leverkusen schlägt Augsburg hochverdient mit 2:0. Der VfL Wolfsburg empfing am Sonntagabend den ersten FSV Mainz 05 in der Volkswagen Arena. Die Mainzer hatten hier das erste Wort in der Offensive. Roussillon, Brooks und Memedi, die bringen sich da selber in Schwierigkeiten. Adam Schorloy zu Robin Quaison, der sich da mal probiert aus knapp 16 Metern. Kuhn Castells testet, 14. Spielminute, gute Möglichkeit. Der Treffer aber sollte in dieser Szene noch nicht fallen. Dann auch Wolfsburg etwas aktiver. Giavogi und Xaver Schlager, die haben da viel Platz, die beiden. Weghorst, Schlager und das 1:0. Knappe halbe Stunde gespielt. Zu einfach diese Pässe da von Schlager und Weghorst. Mainz ohne Zugriff, muss hier dann dem Gegentor wieder hinterherlaufen. Doch sie hatten noch mal eine Chance vorm Pausenpfiff. Quaison mit der Flanke und Adam Schorloy mit dem vermeintlichen Treffer. Doch hier bei der Flanke befand er sich im verbotenen Raum. 1:0 also nach 45 Spielminuten. Schlager hatte den Treffer erzielt. Etwas schmeichelhaft für die Niedersachsen, die hier sich nicht wirklich gut präsentierten, aber eben mit 1:0 in Führung ging. Quaison gegen Mbabu, durchaus resolut. Mbabu holt sich aber den Ball rein und bringt den Einwurf und diese Flanke. Und Weghorst mit einer Halbchance köpft den in Richtung Mainzer Gehäuse. Robin Zentner übertreibt vielleicht etwas da mit seiner Parade. Nur wenig später dann der erste FSV tatsächlich mal etwas mutiger. Levin Öztunali und Danny Latzer. Eine gefährliche Aktion, durchaus. Nicht richtig brenzlig, aber Castells musste vermutlich doch einmal durchatmen, als er sah, wie knapp der über die Querlatte rüberging. Aber der erste FSV Mainz schaffte es einfach nicht mehr, hier zurück ins Spiel zu kommen. Wolfsburg nochmal mit einem Eckstoß. Kopf bei Memedi und Entscheidung. 77. Minute, das 2:0. Der VfL Wolfsburg hellauf begeistert. Das Spiel war eher mau. Doch das Ergebnis ist das, was in dieser Saisonphase zählt. Mainz bleibt unten drin. Der VfL Wolfsburg bleibt vielleicht sogar oben an den Euroleague-Plätzen dran. Eintracht Frankfurt empfing am Montagabend den ersten FC Union Berlin. Die Aufsteiger sind ja super in der Saison drin und alles, was sie jetzt holen, sind dennoch Punkte nur gegen den Abstieg. Aber die traut man ihnen auf jeden Fall zu. Frankfurt war hier aber richtig motiviert und wollte gleich
gut loslegen. Und das taten sie auch. Der Treffer fehlte nur. 13. Minute. Djibril Sow nimmt den Ball an. Dann aus der Drehung schließt er ab. Rafa Gikiewicz pariert den. Ist schnell genug. Unten. Frankfurt machte hier das Spiel und präsentierte sich wirklich gut. Kostic auf der linken Außenseite. Philipp Kostic, der Motor, der hier alles antreibt. Silva, André Silva. Vielleicht etwas zu eigensinnig, aber das spricht dann auch für einen Stürmer, wenn er es immer versuchen möchte. 0:0 weiterhin. Jetzt eine knapp über eine halbe Stunde gespielt. Frankfurt blieb dran. Chandler, Timmy Chandler mit dieser Flanke und der Kopfball von Evan Dicker ist super gesetzt. 34. Spielminute, das 1:0 gegen die Laufrichtung gesetzt. Nicht zu halten für Gikiewicz. Sehen wir dann, da hat er nur noch das Nachsehen. Das bedeutete gleichzeitig den Halbzeitstand, der absolut verdient war. Union kam noch nicht wirklich hier rein gegen ebenfalls sehr kampfstarke Frankfurter. Viertelstunde jetzt knapp gespielt im zweiten Durchgang. Dann gab es Aufregung und einen Pfiff. Nevin Subotic hatte seine Hände hier nicht ganz bei sich. Wie dem auch sei, es gab Handelfmeter auch nach Überprüfung. André Silva mit dem 2:0. Ein erheblicher Nackenschlag für die Gäste. Die Frankfurter Fans freute es natürlich, wenngleich die Entscheidung durchaus umstritten wahrgenommen wurde. Frankfurt wollte einen drauflegen und damit alles klar machen. Timmy Chandler, 80. Minute. Dann doch relativ deutlich drüber. Gikiewicz ohne Gefahr. Aber die Mannschaft von Urs Fischer ließ sich hier auch nicht komplett unterkriegen. Lenz mit der Flanke, Andersson zurückgelegt, Gentner, Bülter dazu, Sebastian Andersson, der dran bleibt und in der 84. Minute den Anschlusstreffer erzielen konnte. Ging jetzt doch plötzlich nochmal was. Abraham schmeißt sich zwar rein, doch wehrt den Ball direkt vor die Füße von Andersson ab, der dem zweiten Versuch auch an Kevin Trapp vorbeikommt. Keine 5 Minuten mehr zu spielen, regulär zumindest. Frankfurt versucht jetzt, das Spiel vom eigenen Tor fernzuhalten. Philipp Kostic wieder mit einer schönen Aktion. Nochmal eine Flanke. Djibril Sow. Der geht aber nur zum Gästeblock. Er ärgerte sich, musste er aber nicht, denn die Partie endete mit 2:1. Union blieb bis zum Ende dran, aber konnte den wichtigen Ausgleichstreffer nicht mehr erzielen. Jo, das war's dann auch wieder mit der Prognose. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und adios.